Yay. Morgen im Laden. Fangen wir mal an selber. Ich meine, ich habe ja selber zu tun. Ich weiß ja, was los ist. Die Potte ist restlos leer, ausgefegt. Da ist nichts mehr drin. Ich habe kein Geld mehr. Waren jetzt 2 Tage hintereinander richtig tote Hose. Na, obwohl, wie gesagt, gestern war keine tote Hose, aber gestern hat nicht einer irgendwie abgeholt oder so. Ist ja alles voll hier mit Rädern. Na, mal schauen. Die müssen ja auch weiterkommen. Oh, ja, ja, die Stille. Ja, ja. Also, Bäcker darf nicht mehr Kilogramm auf seine Schilder schreiben. Ja, dann Kommanditgesellschaften verkauft. So schön. Traurigkeit kommt, Ärger geht. Das Schmerz ist gekommen gerade bei Ihnen. Nein, Ärger geht. Schmerz kommt, Schmerz geht. Und darum steckt eine Wandergruppe, Hügelberge. Und darum steckt mein Motor kurz. Menschen, die Outdoor machen, weil die interessieren sich für Wetter, bist du gleich drin. Ich habe hier so viel unter einem gehabt. Warte mal, ich guck mal, wie viel haben wir denn? Ich kann ja hier, warte mal, wie ist denn das? Warte, ich hab gleich, warte. Die neue Uhr. Naja. Ja. Aber komm, sie versucht anzukaufen. Sie kauft sich ein Berliner Fahrrad. Hm. Bei Radkreuz. Ne. Um sie ins Kind schießen. So, ich bring mal die Kamera zu Hans im Tal. Ja, Hans muss weiterarbeiten. Genau, der. Oh, da kommen ja bald die Seitenteile. Eine Sanduhr. Eine Sanduhr? Ja. Die meinen bestimmt was anderes. Nee. Das ist ein Übersetzungsfehler.
der Tod. Perfektionismus ist der Tod, wenn man sich dann allmächtig fühlt. Und dadurch denkt, ja. Wann nagelt ihr mich endlich hier ans Kreuz? Aber aus Gold. Vermaladeit nochmal, mach das ordentlich, schlag die Nagel gerade ein. Meckerst die noch an, wisst ihr? Tommy? Wer ist Tommy? Ich finde dieses Heft nicht. Das war nicht, wo ich suchen soll. Vitrinenschrank. Was? Ja, da ist es aber nicht. Wo denn dann? Das sind nur Autohefte und alte Zeitungen. Autohefte? Ja, das ist doch. Das ist doch drin. Das ist doch mein Bein. Alles, was eingestellt ist, ist hier drin, eigentlich in dem Schrank. Wusste ich doch. Mann. Also, wer ist jetzt Gast und wer ist vom Laden? Ich komme vom Laden. Aber wer ist der Gast? Wer ist der Gast? Okay, aber er holt den Schlüssel. Er holt den Schlüssel. Gut. Ist ein bisschen anderer Laden hier. Was ist hier anders? Dass die Gäste die Schlüssel holen. Ja. Machen wir mal, da holen Sie mal Ihr Zeug. Ja. Nachher muss er mir noch Geld geben dafür. Ja. Dass er das darf. Das kannst du ja auch, ne? Okay. Tada! Wie die Filme hier von Quentin Tarantino. Ja. Ich bin der Tanzbär. Oh Mann, oh Mann. Ja. Und ich bin ein moderner Tanzbär. Oh. Oh. Warte mal, ich probier's mal mit meiner. Kannst du knicken, hast du keine Apple Watch. Keine Apfeluhr? Keine Apfeluhr. Hab ich auch nicht, aber ich kann dir sagen, wie hoch wir sind und wie viel Luftdruck. Das ist schön. Ich kann dir auch sagen, wie viel Druck auf meiner Flasche drauf ist. Kann ich dir auch sagen. Hoch per Apple? Nein. Ja. Oh. Eine Bassbox könnte das sein, wa? Sag jetzt. Na, dein Resonanzkörper da, dieser Hohlkörper da. Wird noch zum Lautsprecher. Ja, das ist ja. Kommt ein Bass, wie heißen die mehr? Wo gibt's denn dann dieses, Treiber, ne? Wo gibt's denn dieses System? Ja. eBay, Stadler, eBay. Amazon, schon, Amazon. Da musst du wissen, wo man reinguckt. Fährst du sehr viel bequemer in Berlin. Wo man schön über die, musst du über die, dass die Stadt gleich rüberrollen kann. Sicherlich, auf alle Fälle. Also bequemer ist es als so eine. Eine Stoppelsteile. Also wie viel da rein darf in die? Also mindestens so viel kannst du ja die Pumpen wieder reinpasst. Sechs. Sechs. Vom Druck her. Ich verstehe jetzt nicht, wenn du das vorne aber zusammenschiebst, das geht nicht, weil dann die Länge nicht mehr stimmt, oder? Ja, das ist 1004 cm breit. Ist das, hast du das schon? 95 das hast du schon gemessen. Ja, natürlich, die Wände stehen ja. Aber das sind oben halt auseinander. Unten. Wir reden von unten. Das sind oben auseinander, klafft ist klar. Aber also bei der Fusion. Kennst du die? Muss ich die kennen? Ja, dieses größte, selbstgemachte, nicht kommerzielle Festival in Mecklenburg jedes Jahr einmal. Nicht kommerziell. Wie viel kostet das Eintritt? Du musst im Winter musst du dich also warm anziehen. Ja. Du musst Tickets losen, jetzt musst du los. Problematik am Bau. Guck mal, was ist denn hier mit den 4 cm Leisten? Wo kommen die denn hin hier? Sind die etwa dafür? Sind die etwa dafür, Hans? Nee, Dachrahmen sind. Bist du dir sicher? Ja. Weiß ich zwar nicht, wie sie sich das vorstellen, aber dass sie sich das vorstellen, weiß ich. Dass das im Dach verschwindet? Ja. Es ist völlig absurd. Da kommen noch Dinge auf mich zu. Hier, guck mal. Sisse. Auf länger absägen und die Dinger erst auf dem Rahmen nageln und dann aufs Dach legen. Ultraleichtbau.
Ja, jetzt, ach so, ich mache die Kamera mal wieder aus, damit man sieht, wie es weitergeht da draußen. Das ist ja nicht mehr mein Block, ist jetzt Hans sein Block. Immer noch voll. Immer noch Material. Ohne Ende hier. Der Hans bastelt sein Eigenheim. Tiny House Teil 2. Wir beginnen. Heute für eventuell Hochzeit Dachstuhl. Was sagst du? Was? Hochzeit Dachstuhl eventuell heute? Hochzeit, ach so, Hochzeit Dachstuhl. Wie sagt man? Richtfest. Richtfest. So, soll ich den Grill schon? Müsste bei dem drin bleiben. So hat. Recht unnötig. Ideal, was nichts besser als das. Ja. Das ist es nämlich. Ja, mit Schulter habt ihr ja nur gesehen, was Hans gemacht hat. Und er ist immer noch nicht fertig. Das wurmt ihn auch ein wenig, aber was soll ich machen? Ab morgen ist die Kamera wieder bei mir. Hätte ich auch die andere Kamera bestimmt hinstellen können, aber es war jetzt nur diese eine Kamera mit dem großen Akku hier. Und deswegen, wie auch immer, morgen dann wieder im Laden. Heute habt ihr nichts verpasst im Laden. Bei mir ist nichts passiert. Ja. Gestern war die Hölle, da waren alle auf einmal. Allerdings hat gestern keiner abgeholt. Das hat sich dann gleichzeitig dann immer so aus. Die kamen heute dann teilweise abholen. Ist dann immer so schön ein Tag Stress, ein Tag nicht Stress. Und morgen ist der Praktikant wieder da.
der Joachim. Und da schauen wir doch mal, ja, wie es so läuft, ne, mit dem dann morgen. Was er mir von der Berufsschule zu erzählen hat. Bin ich sehr gespannt. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy. Und die Koffi, ihr seid mir nicht allzu gram, dass er jetzt ein bisschen auch jetzt die letzten zwei Tage so ein bisschen nur Hans bei der Arbeit zugucken durfte. Also bis dann. Ciao.